Als nächstes hören wir jetzt einen Redebeitrag von Andrea Ottmar von der Deutschen Gesellschaft für Transsexualität und Intersexualität zu ihren aktuellen Kämpfen und Forderungen. Willkommen, Andrea. Hallo. Ich finde es toll, hier so auf so viele Menschen zu sehen. Wir haben als Transmenschen und als Intermenschen haben wir derzeit gerade ganz viel Wandel. Wir sind 22 aus der ICD-11 als Krankheit raus, wir Transmenschen. Super! Bedeutet aber auch, dass da drüben, wir sind da gerade dran vorbeigefahren, am Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung gerade eine neue Begutachtungsanleitung angefertigt wird. Wer wird nicht gefragt? Wir. Ja? Wir werden überhaupt gerne vergessen. Seit 2011 gibt es Männer, juristische Männer, die gebären können. Man stelle sich das mal vor. Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Seit 2018, genau genommen seit Dezember, gibt es diverse Menschen, also Menschen mit dem Geschlechtseintrag divers, die gebären können. Super! Und dann wird ein Entwurf zu einem Abstammungsgesetz vorgestellt und der erste Satz lautet: Die Frau, die ein Kind kriegt, ist die Mutter. Ja, wo sind die Männer? Wo sind die mit anderen Geschlechtseinträgen? Es gibt auch noch den leeren Geschlechtseintrag. Man hat sie vergessen. Der Vorschlag wäre ganz einfach gewesen. Die Person, die ein Kind kriegt, ist Elternteil 1. Ja. Also nur als Vorschlag. Ja, dann hätte man sich mit Elternteil 2 auch die Konstruktion mit Mitmutter und ich weiß nicht was alles sparen können. Wäre einfach klar gewesen, ist Elternteil 2. Aber wir haben zurzeit im Transrecht haben wir eine komische Situation. Wir haben, seit wir den Geschlechtseintrag divers haben, der für Inter gemacht wurde, aber man hat ihn nicht sauber gemacht, wahrscheinlich hätte man ihn auch nicht sauber machen können und deshalb nach Meinung vieler Juristen auch für Transpersonen gilt, haben wir die Situation, dass man in ein Standesamt gehen kann mit einem ärztlichen Attest, in dem steht, dass man an einer Variante der Geschlechtsidentität leidet, die bei ihm zutrifft. Mehr braucht da nicht drin zu stehen, keine weitere Spezifikation. Und dann erkläre ich, ich bin und will beispielsweise Mann sein. Und wenn alles glatt läuft, gehe ich nach einer Stunde raus und habe schon die Geburtsurkunde und den vorläufigen Personalausweis in der Tasche. Alternativ gibt es immer noch das alte Transsexuellengesetz. Das, was leider noch ein Weg, den manche noch gehen müssen, weil ihr Standesamt nicht mitspielt. Und auf das wir leider auch zurückfallen können, wenn das der Bundesgerichtshof, anders als wir hoffen, sagt, es gilt wirklich nur für Inter. Das Transsexuellengesetz ist Bevormundung pur. Danach haben wir zwei Gutachten zu überstehen, die erstmal entscheiden, ob wir dann auch transsexuell genug sind. Ja, und ein Richter, der dann nachher letztendlich entscheidet, ja, du darfst. Kostet übrigens nicht selten mal eben 2000 Euro. Ja, von daher können wir Trans- und Interpersonen wunderbar das, was hinten steht, mein Körper, meine Verantwortung, meine Entscheidung unterschreiben. Und ein Leitspruch für mich wäre: Mein Geschlecht, mein Recht.